Herzlich willkommen zum Talk-Part über Scarlett. Also ich kann euch sagen, es sind wirklich sehr interessante Theorien entstanden über Scarlett und über ihren Tod. Und alleine wäre ich da niemals so drauf gekommen. Also echt klasse. Und ich stehe selber noch vor der Bearbeitung, beziehungsweise ich habe mal grob geschnitten. Und nach diesem Schneiden hatte ich immer noch eine Laufzeit von 1 Stunde 25. Und das war der Grund, warum ich auch weniger Motivation hatte, da weiter nochmal mich dran zu setzen, weil es dann doch immer so eine lange Zeit ist. Und da habe ich mir auch jetzt gedacht, ich werde mich jetzt jeden Tag eine halbe Stunde dran setzen und mache vielleicht in meinem Feed so einen kleinen Counter, dann seht ihr, wie steht die Prozentzahl, wie viel ist schon fertig, ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Part, weil jetzt ist er ja wohl fertig, wenn ihr das hört. Und ja, freuen wir uns auf das, was dann danach kommt und freuen wir uns auf alles. Und natürlich packe ich euch auch wieder ein Easter Egg mit rein. Ich muss mal gucken, was ich mache, aber irgendwas werde ich reinpacken. Alles klar, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Hast du noch einen Spruch? Sie hatte 5 jetzt. Also das erste war mit dem, ist jemand hier, das mit den Zelten, dass sie weggehen. Mhm. Dann das mit dem Ständchen und den sachten Fingern auf der Tastatur. Mhm. Dann Chaos verlangt nach Ordnung mit dem Wahnsinn zum Schweigen bringen. Mach dich dreckig, um sauber zu sein. Licht ohne Dunkelheit, also kein Licht ohne Dunkelheit, eine Träne und ein Lächeln, diese Gegensätze. Ja. Und dann noch das mit der Panik vor der Ordnung. Ja, das Panik vor der Ordnung. Und hier, was hast du gerade gesagt, mit dem Wahnsinn? Wie war der Spruch nochmal mit dem Ende des Wahnsinns? Wie ging der? Chaos verlangt nach Ordnung, so wie du nach mir verlangst. Lass mich deinen Wahnsinn zum Schweigen bringen und dich für mich singen. Kann das sein, also, weil jetzt, Sarah, weil du ja gerade gesagt hast, wegen dem Schizophren vielleicht oder so, so gespaltene Persönlichkeit ein bisschen, das würde ja der Spruch eventuell auch nochmal dazu passen. Dass sie so zwei, also wenn ich mir jetzt gerade mal so überlege, dass sie eventuell wirklich zwei Persönlichkeiten hat, jetzt mal ganz blöd gesagt, obwohl es bis jetzt noch gar keinen Sinn ergibt, aber und die eine Persönlichkeit ist halt diese vielleicht sehr unordentlich. Also sagen wir mal, ihre richtige Person ist sehr ordentlich, also so Scarlett. Und ihre zweite, wer auch immer das sein könnte, ist vielleicht unordentlich. Und sie redet sozusagen so auf diese Person ein oder, weißt du, sie will sie beruhigen, lass mich ein Lied für dich singen und... Chaos verlangt nach Ordnung. Also die zweite verlangt nach ihr, zum Beispiel. Ich finde das auch, dass sie so ein bisschen depressiv wirkt und so, also dass man so auf diese Künstlerschiene, der depressive Künstler kommt und dass sie halt an ihrer Kunst so ein bisschen zugrunde geht, weil viele depressive Leute sagen ja dann auch, dass, wenn sie mal eine glückliche Phase haben, überhaupt nicht kreativ sein können und solche Sachen. Und so kommt sie mir halt genau vor. Ja. Aber so zu gespaltene Persönlichkeit, also ihr meint dann, dass in ihr selber doch was ist, nicht, dass diese Frau damit was zu tun hat, oder? Ja, wie gesagt, das war jetzt eben echt nur eine Idee. Ich habe keine Ahnung. Es verwirrt mich alles sehr. Aber das kann schon sein, dass sie einfach in sich wahnsinnig ist, durch ihre Kreativität. Das gibt auch irgendwie Sinn. Sie ist ja auch, sie sagt auch irgendwann am Blumenfeld, hat sie auch einen Spruch gebracht von wegen, das ist hier alles zu unordentlich. Also Großmutter wird sich sicherlich über so eine Blume freuen, aber die Wiese ist für sie viel zu unordentlich. So unordentliche, blöde Blumen irgendwie so. Das gefällt ihr überhaupt nicht. Ich verstehe nicht, warum jemand stirbt, wenn er Klavier spielt und dann kommt halt eine alte Frau. Es ist wirklich extrem merkwürdig, weil... Warum ist jetzt eine alte Frau nicht vertrauenswürdig? Das würde ich bei ihr gar nicht so sehen. Das ist, glaube ich, so, da kommt dann so das Künstlerische für mich, also aus meiner Sicht jetzt so durch, mit diesem, die letzte Vorstellung, der Vorhang und so, ne? Ja, genau. Und wir hatten doch aber auch, wenn wir jetzt mal so überlegen von den anderen Mädchen her, da war es ja immer so, sage ich jetzt mal als Beispiel, die größte Angst verpackt in eine Person. Irgendwo so als Beispiel. Also, dass zwar jetzt Robin den Wolf nicht als Wolf so unbedingt erkennt, aber
und denkt, sie kann mit ihm spielen, aber gut, das ist halt das Kindliche und trotzdem ist es natürlich eine Gefahr, aber das erkennt sie halt nicht. Und wenn wir dann als Beispiel, ja, Ruby nehmen, die sich halt cool fühlt oder keine Ahnung was oder auch nicht oder innerlich gebrochen ist. Ich habe keine Ahnung, aber dann will sie halt da mit dem so eine rauchen, weil sie sich dann vielleicht erwachsen fühlt oder ich weiß nicht, oder angenommen. Oder jetzt mit Rose, die eigentlich sehr naturverbunden ist und die Natur bringt sie dann aber auch teilweise wieder um. Oder wenn wir auf Ginger wirklich auf dieses Frau werden, erwachsen werden, Menstruation gehen, dass sie mit diesem Mädchen spielt, dass sie mit ihrer Pubertät spielt und daher dann verliert, wie auch immer. Und das ergibt mich dann aber, wie gesagt, also die ganzen Mädchen, das ergibt irgendwo einen Sinn. Und das finde ich, diesen Sinn sehe ich jetzt bei Scarlett noch nicht so. Dass ich Ja. sage, weil ich sehe nicht in dieser Frau irgendwie, wie gesagt, ich sehe auch das Künstlerische, dass man sagt, die letzte Vorstellung, aber ich sehe nicht in der Frau dieses, wie bei den anderen Mädchen, so die Angst verpackt in einer Person. Oder Da war ja. hat sie Angst, dass sie, jetzt sind wir wieder bei wie Sarah, dass sie vielleicht nicht kreativ genug ist, dass sie es alleine nicht schafft, dass sie alleine nichts mehr schaffen kann, dass das Ja, ihre Angst ist und dass daher. sie. Dass sie an den Erwartungen ihrer Lehrerin sozusagen zerschellt, Ja, das würde meine ich ich jetzt. auch Ja. meinen. Und wenn das war mit dem, dass der Wolf das ist, wovor war ja irgendwann mal in irgendeinem Talk gesagt, dass die Eltern am meisten Angst hätten oder sie selber irgendwie diese große Ja. Konfrontation, dass es dann, wenn doch diese alte Frau Scarlett selber sein sollte, in älter, dass sie so Angst hätte, sich selber nicht gerecht zu werden oder so, das, was ihr. Dadurch, dass sie dies schon sieht, so vorausbestimmt ist. Ja, genau, das Jetzt mal hatten wir so ja. ganz ins Blaue. Ja, das hatten wir ja auch vor der Aufnahme gesagt, mit diesem, dass sie vielleicht sie selber ist in alt. Und das ergibt dann nämlich komplett jetzt auch schon wieder Sinn. Wenn sie selber Angst hat, dass sie sich später selber nicht gerecht werden wird. Genau. Oder ihrer Lehrerin, je nachdem, wie man es halt sehen möchte. Das erklärt ja dann auch, dass die Frau ihr hilft, so irgendwie. Ja, das erklärt jetzt auch wieder, wenn man sagt, okay, das ist sie selber, dann haben wir gar nicht mehr, brauchen wir gar nicht die gespaltene Persönlichkeit, sondern einfach nur sie und sie selber in alt als Beispiel. Also, dass sie selber, dass sie Angst hat, unordentlich zu werden, später mal, dass sie Angst hat, nicht kreativ zu sein, dass sie nichts mehr schafft. So ungefähr. Also, mich beunruhigt immer noch dieser Gedanke, dass eventuell diese alte Frau auch gleichzeitig die Großmutter sein könnte. Weil wäre relativ logisch, wenn ihre Großmutter ihr irgendwie was beibringt. Von daher. Stimmt. Und sie ist nun mal halt auch die einzige alte Frau in dem Spiel, die wir bisher kennen. Ja. Ja, und wir wissen halt nicht genau, wie die Großmutter wirklich aussieht, weil sie liegt da, die Haare sind hinten zurück. Sieht man die Frau eigentlich richtig? Ich glaube nicht, oder? Nur so von der Seite. Auch nur so ein bisschen, ja. Die beugt sich dann übers Klavier, glaube ich, ne? Ja. So, als Na ob sie ihr gut. helfen möchte, ja. Man sieht die Frau ja, als du zu ihr gelaufen bist und da sieht man Stimmt, sie da halt haben auch ja. richtig. Wo sie da auch so gelangweilt im Grunde an dieser, an dem Scheinwerfer stand. Na gut, warum stand sie die ganze Zeit da? Warum ist sie weggegangen, als Scarlett gekommen ist? Vielleicht, weil sie auch so, ja, weil sie wartet. Sie wartet auf, dass das Scarlett etwas bringt. Dass Scarlett das Lied spielt oder irgendwas spielt, dass sie ihre Kreativität zeigt und sie ist gelangweilt und steht da und wartet einfach nur und nichts passiert. Und als Scarlett dann anfängt, dann ist sie vielleicht auch und sagt, nee, komm, so ist es noch nicht in Ordnung. Ich zeig's dir jetzt nochmal besser. Oder ich helfe dir. Aber es kommt mir irgendwie wirklich so vor, weil das so merkwürdig grün ist, als ob das irgendwie nicht stimmt. Weil das ist so komisch. Wie nicht stimmt. Naja, aber wir hatten ja auch bei der Vorhangszene auch grün im Hintergrund. Also Ja, es. und das merkt man ja auch gerade, als ich jetzt in dieser dunklen Welt, in dieser dunklen Parallelwelt war. Da hat man ja dann auch nochmal an dem Blumenfeld sehr gesehen, wie es außen rot war. Und das finde ich auch nochmal so interessant. Da siehst du nämlich auch später, du hast es ja auch bei diesen im Haus dann, beim Wolf,
bei allen Mädchen. Alle Mädchen haben so eine bestimmte Farbe. Also Gingerrot und Rose ist so gräulich. Das hat man jetzt auch wieder am See gesehen, diesen Nebel. Und auch dann halt bei ihrer Endsequenz dann, dieser Nebelzeug, also grau. Scarlet ist grün, auf jeden Fall. Also das hat man jetzt ganz eindeutig gesehen. Und Ruby hat so ein Rot, was leicht in Violett reingeht. So ein Violett, sagen wir einfach mal so Violettton. Wen haben wir jetzt noch? Carmen. Carmen hatte Gelb. Das war sehr hell. Und Robin ist blau. Ich habe gerade geguckt, also wegen dem grünen Flackern und dass das ganze Spiel ja eigentlich wegen Rotkäppchen und so auch auf Rot aufgebaut ist. Das sind ja die Komplementärfarben. Ja. Rot und Grün. Also, dass es vielleicht deswegen gerade grün ist und vielleicht auch grün wegen Wald oder so. Der Wald ist ja da mehr schwarz. Aber das ja, ist auch vielleicht das deswegen gerade. Komplementär, gerade bei Scarlett, würde natürlich auch gut passen, wegen Kunst und Theater einfach wieder. Also Kunst allgemein. Und wir hatten ja auch in der Hausszene auch ja diesen Vorhang, nur halt in weiß, der sich im Hintergrund hochgezogen hat, zwischendrin. Ja. Und auch diese ganzen weißen Überwürfe, als wäre die Großmutter schon irgendwie gestorben und weggegangen und hätte jetzt ihre Habseligkeiten wären ausgeräumt worden, etc. So sah das irgendwie sehr aus. Ich wollte gerade sagen, weil das ist ja sowieso jetzt was ganz Neues gewesen. Bisher war es bei den Mädchen immer relativ gleich und jetzt hatten wir alles so diesen Überwurf. Darum war es mir auch das erste Mal so unwirklich. Aber das würde ja auch zu deiner Theorie eventuell ein bisschen passen, wo du gesagt hast, oh, die Lil ist, glaube ich, gerade rausgeflogen, wo du gesagt hast, dass die alte Frau vielleicht die Großmutter ist. Mhm. Weil sie sozusagen nicht im Haus war mehr. Genau. In den Kommentaren hat ja auch irgendjemand geschrieben, dass diese Fäden und alles die Person sehr an Klavierseiten erinnern. Und ja. Das fand ich auch ziemlich interessant. Fand ich auch interessant. Ja, ich wollte heute eigentlich auch noch antworten. Siehst du, das habe ich nämlich alles vergessen heute. Oder nicht mehr geschafft, beziehungsweise. Aber ja, Klavierseiten fand ich nämlich auch interessant. Stimmt. Fände ich auch sehr plausibel. Würde auch gut zum Bild passen. Und sie war ja auch immer so enttäuscht von der Welt, mit warum dieser Spruch mit den Männern, warum gibt es denn nicht mehr so, was war das, aufrichtig oder irgendwie sowas. Dass sie dann wirklich letztendlich an ihrer Kunst sozusagen gestorben ist. In ihrer Kunst gestorben, wie sich das schon anhört. Ja. Ich habe jetzt gerade mal eben die Großmutter und die alte Frau zusammengetan direkt. Ein sehr schöner Name, den sie. Also, dass man halt direkt den Unterschied sehen kann. Irgendwie. Also, die alte Frau ist ein wenig. Also, die Großmutter ist viel, viel blasser. Blasser, ja. Aber sie haben halt beide weiße Haare und die Hände sehen sich auch sehr ähnlich. Ja. Na gut, die Großmutter ist ja auch krank und alt in ihrem Bett. Die sieht ja auch so aus, als würde sie sterben. Und sterbende Leute sind nun mal nicht so rosig um die Wangen. Was ich gerade sehe, ist bei der alten Frau ist um den Arm so etwas Grünes. Ja. Mich hatte das damals in der Aufnahme irgendwie so wie so an eine blinden Dingsbums erinnert, ja. Aber ansonsten weiß ich gar nicht, zu was ich das sonst. Sie ist blind. Vielleicht ist sie blind. Ja. Das würde auch die weißen Augen erklären in der Endsequenz. Mhm. Und das Gehör, die Musik. Das Klavier. Hm. Aber wenn sie blind ist, dann kann sie aber ganz schön locker flockig die Stufen hochsteigen zum Klavier. Ja, und wenn man einen Ort kennt, dann kann man das auch ja. Ohne etwas zu sehen.
Aber dann ist ihr ja auch um die Melodie und alles umso wichtiger. Dann wird es ja auch für Scarlett umso wichtiger sein, nicht zu enttäuschen. Ach so, die Frau ist blind, okay. Ja, genau, da kam sie gerade drauf, dass die Frau ja eventuell blind sein könnte, weil sie so eine, diese Markierung hat in dem Arm. Ich weiß nicht, ob du eventuell, das müsstest du ja in der Konfi sehen, da hat die Alice hat so ein Bild geschickt. Dingsbild oder so stand da. Ja, genau. Shape. Und das war jetzt gerade die Überlegung, besonders das würde dazu passen, warum bei der Endsequenz die Frau ja dann so weiße Augen hatte. Das könnte eventuell darauf hinweisen. Ja, und uns warum sie dann Scarlets Augen rausnehmen wollte oder so. Warum sie, genau. Siehst du, habe ich jetzt auch gerade schon wieder nicht drüber nachgedacht. Mit den Klavierseitenschnüren. Ja. Ja, also so, dass sie das macht, um an die Augen zu kommen. Um an die Augen zu kommen, ja. Oh Gott, wie krank ist das denn alles? Nee, das ist echt. Jetzt bin ich verstört. Ich auch. Aber warum, ach genau, also, was mich jetzt auch noch irritiert, sie hängt ja dann auch mit diesen Klavierseitenschnüren, wie auch immer, hängt sie ja sie auch so auf, vielleicht im Theater, wie auch immer. Und da hat sie doch, also es sieht für mich so aus, weil das hintere Bein hat irgendwie eine Hand, also ist das irgendwie alles Hände, Arme. Warum, also warum, oder sieht das nur so aus? Sind da hinten die Beine und vorne die Arme? Oder, also das Bild, was du auch vorhin geschickt hattest, ich finde das hinten... Bitte? Wenn man als kleines Kind, wenn man die Barbie-Puppen auseinander nimmt. Ja, genau, und so sieht das für mich auch nämlich aus, ja. Die nimmt man auseinander? Ja, kann man mal ab und zu. Manchmal, also früher ist es auch aus Versehen mal passiert. Das kann schon. Mir ist der Kopf mal abgefallen. Ja, Kopf ist so eine Standardsache irgendwie. Ja, ich habe mal den Barbie-Kopf von meiner Schwester abgerissen. Oh Gott. Es würde vielleicht erklären, warum die so verschieden hängen, wenn die Frau nichts sieht. Weil in dem einen Ding, da ist ja irgendwie nichts drin. In dieser einen Schlaufe links. Ja. Ist irgendwie, ja. Hat ja auch viel von Marionettenspiel, also dass sie sie sozusagen anleitet, ihre Bewegungen steuert. Ja. Stimmt. Weil das Bild ist mir in dieser Todessequenz auch im Langsamen irgendwie überhaupt nicht aufgefallen. Alle redeten über dieses Bild und ich habe überhaupt nicht mitbekommen. Das ist eigentlich... Und davor gab es ja noch ein Bild, das war halt auch sehr schnell. Das ist, also sehr schnell... da war es ja auch nur Nebel so und ein bisschen rote Flecken in der Mitte. Also man sieht, das könnte irgendwie Scarlett da sein. Und da ist nämlich nur ein Arm drauf. Oder ein Bein. Da fehlt hier ein Arm, oder was? Da ist nur, ja, man sieht nur, warte mal, ach so, ich kann ja jetzt nicht noch zusätzlich. Das ist noch vorher, das kommt direkt, das müsste ich in dem Video auch gesagt haben. Ich glaube, das kommt direkt, nachdem man... Kommt das noch vor der Frau? Ich glaube, nein, dein Bild mit den Stirn kommt gleich direkt, nachdem man einmal die Frau gesehen hat, ne? Dann müsste das noch davor kommen. Man sieht Scarlett einmal in die Augen, Großaufnahme, dann wie sie da auf wie Vierfüßler oder was. Und dann kommt, glaube ich, dieses komische Nebelbild sehr, sehr, sehr schnell. Und das ist nur Nebel, ein bisschen rot da hinten in der Mitte und hinten ein Arm, ein Bein, man weiß es nicht. Ich schaue mir das gerade an. Hier ist erst dieses Grüne, das sich irgendwie langsam füllt. Das aussieht wie dieses kaputte Gebäude schräg gestellt irgendwie. Ja. Dann dieses Bild, wo es aussieht, als würde so eine richtig große Spinne mit so ganz dünnen Beinen aus ihrem Auge rauskommen. Ja, ich habe mir gerade, das habe ich mir nämlich auch gerade überlegt, wo wir jetzt gerade gesagt haben, mit dem Schnur an ihrer Auge. Ich dachte gerade, das mit dem Augen könnte ja auch sein, dass sie versucht hat, da, weil sie ja blind ist als Beispiel, die alte Frau, sie hat versucht, das Auge direkt zu treffen, um es rauszuziehen, keine Ahnung. Und hat dadurch da bei dem Bild vielleicht so viele Versuche gebraucht. Das könnten ja auch ihre Nägel sein. Es könnten auch ihre Nägel sein, die, ja. Ja. Das sind nämlich genau 10. 10 Fäden. Sehe ich gerade. Also ach so ja. Wegen also das wär, so. Ja, dann könnte es, ja. Ja, und genau, dieses also, Nebelbild, das hat nämlich so ein, fällt mir jetzt auch gerade ein, das ist, da ist hinten irgendwo ein Arm, Bein und genau einmal durch das Bild durch ist auch eine so eine Schnur. Diagonal durch. Also jedes Mädchen, das sehe ich hier gerade noch bei dieser komischen Gebäude, es wird Wasser reingelassen, Szene, hat irgendein eigenes Muster nochmal, was sich in den Tapeten im Haus wiederfindet, ne? Und dann auch in der Todessequenz irgendwie. Bei Scarlett ist es jetzt dieses Hauenfedernmäßige.
Ja, ich sag das so, das ist dieses Grün, dieses Grün-Blaue, kommt direkt am Anfang des Videos als allererstes Bild und das bewegt sich dann so. Das sieht aus, als würde man irgendwie Wasser in ein Gefäß reinschütten, finde ich. Weil es immer höher steigt. Ich bin gerade irritiert. Ja, vielleicht beschreibe ich einfach komisch. Da ist Bei erst der Raum. ja. Warte, jetzt gehe ich langsam durch den Raum durch. Ja, dann bei 5,29, falls ihr es euch angucken könnt, da ist diese blauen, naja, abgeschrägten Quadrate am Bildrand so. Da, und dann der ganze restliche Bildschirm ist hellgrün, bis auf so, oh Gott, wie erkläre ich das? Was dunkelgrün ist, das sich da so reinschiebt irgendwie. Dieses, vielleicht war das dein Nebelbild. Ah, das meinst du. Ja, okay, nee, das meinte ich nicht, aber das ist. Ach, mit dem Wasser. Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Okay, Ja, es. ja, da geht der Vorhang, der ist weiß und geht Ach hoch. so. Schätze ich jetzt mal. Okay. Und Ja, das, das was da so irgendwie. unten so blau ist, das ist das abgedeckte Bett. Mit Also der das großen Platte. mit, genau. Weil das haben wir ja immer so in der Mitte des Raums nochmal dann stehen oder drehen oder. Und was ich Jetzt komme ich. meinte, ist, was meinte ich denn? Genau, jetzt habe ich 5,48, meinte ich. So, das ist. Okay, was sieht man denn da? Ja, also hinten habe ich, glaube ich, müsste das ein Arm sein. Und Ja. dann halt dann einmal diese eine Klavierseite oder was auch immer das ist, da durch. Und wie gesagt, in der Mitte weiß ich nicht genau. Ich meine, es ist so rot und weiß, sieht fast aus wie ein Weihnachtsmann. Ich meine, es wird sicherlich Scarlett sein, aber man kann es halt überhaupt nicht richtig erkennen. Oder sind das unten vielleicht sogar zwei Beine? Ist das hier ein Slip? Sieht man, weißt du, das untere Ah, Dreieck, das sieht das schwarz aus, oder? da hatte doch irgendwer was von Einem BH gesagt. genau, und ich aber irgendwie wirklich nicht. Ich wusste nämlich nicht, was er meint, aber jetzt denke ich mir, das Sieht könnte hier wirklich so unten, aus. ja, der Slip sein und dann noch unten die Beine. Und dann oben der eine Arm und wir schauen ihr sozusagen gerade so halb in die Achsel rein oder was irgendwie. Nur was das dann da links ist, verstehe ich nicht. Links, das ergibt mir jetzt gerade keinen Sinn. In der Richtung dann Was soll irgendwie. dann die Seite denn? Die passt da auch gar Die nicht passt auch rein. nicht rein, ja. Vor allem, wenn das schon so jetzt von der Interpretation, die wir hatten mit ihr späteres Ich und so, warum sollte sie sich das für das Ich ausziehen oder so? Oder Ja. warum sollte das Ich sie ausziehen, wenn sie tot ist? Das ist Will irgendwie. vielleicht die alte Frau, will vielleicht nicht nur das Augenlicht, sondern will sie vielleicht So. auch, sagt's Die mir, Jugend. die Jugend, genau. Ihr Aussehen so irgendwie, oder? Ja. Vielleicht sogar, ich meine, auch wenn Scarlett älteres Ich ist, vielleicht will sie sogar nicht nur die Jugend, sondern auch diese Unerfahrenheit noch, dieses. Dass Scarlett noch so viele Wünsche hatte und vielleicht, dass sie noch an sich gezweifelt hat und später die alte Frau wusste es einfach besser, in welcher Hinsicht auch immer dann. Bei 6,61, da sieht man auch, dass die Frau überhaupt gar keine Augen hat. Nicht mal so, so dunkle Augen oder überhaupt Umrisse, sondern einfach nur so ganz leer wie bei Zombies oder so. Ja, das Krass. würde sich halt noch mal zu diesem zur Blindheit irgendwie ein bisschen passen. Muss ich mal kurz das Foto angucken, weil das fast so aussieht, gerade als hätte ihr da jemand Hände um den Hals gelegt. Aber. Ich weiß nicht, hat die vielleicht so eine Schärpe um oder so? Ach ja, stimmt, Genau, das andere Slip Bild, das Quality. nehme ich mir auch noch mal. Nein, das sind doch ihre Haare, nicht? Ah, es sind ja Ihre Haare. Haare. Ach so, Ja, stimmt. stimmt. Ich habe auch immer gedacht, es wäre eine Schärpe jetzt in dem Video. Stimmt. Ja, das sind die. Ja, hier sehe ich es. Aber die. Oder wenn es wirklich ihr älteres Ich ist, vielleicht ist ja auch irgendwas Schlimmes passiert um die Zeit rum und dachte sich, ich will das einfach nicht erfahren, deswegen töte ich mich dann jetzt selbst. Oder sie will, dass jüngere Scarlett das nicht erfahren muss. Ja. Vielleicht, dass die jüngere Scarlett nicht ihre Augen verliert oder. Naja, warum nimmt sie ihr die dann weg?
Ja, weiß ich auch nicht. Also auf dem Bild da mit dem Schwarz-Weiß, da sieht man ja, dass es, also, dass es nicht gegensätzliche Farben sind, weil die Haare ja auch weiß Weiß sind, sind, ja, es kam jetzt nämlich auch gerade, ja. wie im richtigen Spiel. Und bei der Großmutter ist es dann allerdings so, dass das Gesicht, ich sehe das hier gerade auf diesem zusammengefügten Bild irgendwie, dass das Gesicht weiß ist, richtig strahlend und die Augen sind total Schwarz. schwarz. Und bei der Frau ist es andersrum. Außerdem ist, ganz kurz, sonst vergesse ich das, in der Tapete auf dem Bild, also bei der Großmutter, die Tapete hinten, das ist genau das Muster, das ich eben mit dem Wasser meinte. Genau, das haben wir jetzt auch, dieses Muster hatten wir jetzt auch die ganze Zeit im Haus bei Scarlett. Ich habe mir jetzt einen Screenshot von dem Bild gemacht, wo wir alle nicht so draus schlau wären, weil das halt so schwach schattiert ist, und habe das in Picasa Kontrast, eingefügt und ja. ein Wärmebild draus gemacht. Ja. Und diese roten Streifen sind jeweils ihr Kopfband, und man sieht ihre drei Köpfe, also ihre Köpfe, also ihren Kopf dreimal, nur in verschiedenen Richtungen. Okay. Was geht denn hier los? Ja. Und das ist es im Großen und Ganzen. Und dass halt noch ihr Arm da oben ist und irgendwas Viereckiges im Hintergrund, aber. Schick mal rüber. Kannst du das irgendwie mal rüberschicken? Jo, ich muss das nur kurz speichern. Dreieck. Das, war das nicht? Das war doch noch bei irgendwem. War das Ruby, dass man so ein Bild hatte, wo sie so aufgefächert lag irgendwie? Oh, nee, das war das Carmen, die total zerstückelt war oder so? Carmen Irgendwo war war das doch. zerstückelt und aber auch. Naja, Ginger wird sicherlich auch zerstückelt geworden sein. Ja, Weil die hat ja auch so genau. viele Arme und so gehabt und. Ja, einfach völlig unrealistisch mit so, weiß ich nicht, drei Armen oder so. Und hier hat sie halt dann drei Köpfe, das wäre ja dann. Das würde dann aber auch wieder dazu passen, zu dem einen Bild, was wir jetzt gerade von Scarlett auch hatten. Das Bild, wo sie halt hinten auch noch, also vier Arme hat im Grunde. Dass also diese Frau sie vielleicht aus anderen Personen mit zusammengesetzt hat, wo wir vorhin gesagt haben, mit den Barbie-Puppen auseinandernehmen und Ja. zusammensetzen. Dann passen auch wieder drei Köpfe. Geöffnet. Okay, was für ein Bild, Alter. Das hätte ich Stimmt ja doch gar niemals nicht. erkennen, Wo? erkannt. Oh Gott, was ist das denn? Krass. Saukrass. Ich schaue mir jetzt gerade noch mal das Original an. Aber das ist immer irgendwie die gleiche. Ich will nicht sagen Pose oder so, aber der gleiche Winkel, nur links, dann ist es irgendwie gedreht. Oh Moment, mein das erinnert mich Gott. gerade total, als würde sie an so einem, kranke Fantasie, als würde sie an so einem Strick hängen und hin, sich so im Kreis drehen oder so. Pendeln, ja. Und Ja, das sieht. deswegen so die verschiedenen. Und darum ist auch der Kopf so leicht geneigt. Ja, Genick gebrochen oder so. Ah, wie komme ich Es könnte auch darauf? sein, wie so, wenn du oben, also wir sehen zwar nur einen Arm hinten, aber es könnte auch sein, wenn du an den Händen gefesselt bist oben, dann könntest du ja auch dich so drehen. Aber Oder an trotzdem. einer Hand. Oder an einer Hand. Ja. Wow. Weil die andere vielleicht an einem Faden irgendwo anders runterhängt. Mich Oh, erinnert das das ist jetzt auch gerade hier, eklig. diese Bewegung erinnert mich sehr an die Bewegung, die sie gemacht hat bei dem Wäscheseil. Mit dem loswerden wollen, so. Da Das tänzelt sie hatte doch sie. auch so und macht mit den Armen und mit dem Kopf und das erinnert mich jetzt So irgendwie an mache das ich Bild auch, wenn daran. ich in dem Spinnennetz bin. Ja. Ich auch. Ich glaube sogar noch mehr. Aber dass man Egal. das jetzt sehe ich es auch in dem weißen Bild so ein bisschen. Jetzt sehe ich es Jetzt, wo auch. die Wenn man es dann Tapete so sieht, aussieht. dann ja. Das ist da, aber da ist ihr Gesicht dann wieder schwarz. Merkwürdig. Ja, ich sag ja irgendwie, einerseits ist es irgendwie negativ, also in so Komplementärfarben oder auch negativ und andererseits aber auch nicht, weil hier ist zwar ihr Gesicht ist da so dunkel, so schwarz, aber trotzdem sieht man ja oben das rote Haarband in dem Original. Und das Und müsste ja der dann eigentlich grün Kontrast. sein. Das ist ein bisschen komisch. Und die Haare sind ja auch hell. Ja. Und trotzdem ist das Haarband rot. Warte mal, wie ist denn ihr Haarband sonst? Ist doch rot, oder nicht? Ja. Ja. Nicht, dass ich jetzt hier gerade voll irritiert bin. Ich Ja, verstehe aber es das nicht. ist doch sonst auch irgendwie immer. Wie hast du das jetzt so sichtbar gemacht mit Kontrast irgendwas, ne? Ich habe es auf Wärmebild gestellt, aber mit Kontrast Wärmebild. müsste es auch gehen.
Bei Kontrast müsste es dann wahrscheinlich alles einfach nur noch immer dunkel werden. Dann würde es man zwar auch sehen, aber dann wäre halt das Gesicht weiterhin schwarz und alles andere halt dann so. Und hier Aber sehen wir das Gesicht jetzt halt richtig. warum ist ihr Gesicht da schwarz? Weil sie tot ist oder was? Ist das, das also vielleicht schwarz, tot, verfallen? Keine Ahnung. Deswegen schwarz? Und ihre Haare sind aber weiß. Warum sind ihre Haare weiß? Weil die Haare Wie von die der Frau. Großmutter, ja. Und die Augen sind auch weiß. Weil sie leer sind. Wie bei der Frau vorher. Weil, wie bei der Frau vorher, weil sie die Augen Bevor schon die rausgeholt hat. rausgenommen hat. Wir haben Also. voll die Theorien, die stimmen wahrscheinlich alle gar nicht. Oh, das ist so creepy. Ja, aber es ergibt alles Sinn. Wenn man es so zusammennimmt, ja. Und trotzdem ist ja in diesem ganzen hellen Nebel jetzt, das Gesicht ist zwar schwarz, die Augen sind weiß, aber der Arm hinten ist relativ normal. Ja. Verstehe ich auch nicht. Wenn ihr kurz noch auf das Video zugriffst, habt 6:13, da sieht man nochmal diese Frau in schwarz gekleidet mit den weißen Händen und sie hat so, Ja. ist so Freddy Krüger, so Voll, diese. Spitzen vorne dran. Ja. Die stecken ja in ihrem Auge später. Genau, Die alle 10 10, ne? Stück. Alle 10. Es waren nämlich 10. Ich hätte nachgezählt. Boah, ist das ekelhaft. Oh ja, extrem. Ja, also das macht doch aber jetzt wirklich Sinn, oder? Das ist doch jetzt Ja. eigentlich korrekt, wie wir gesagt haben, dass sie ihre Augen rausholen will, oder? Oder ist das Weil jetzt sie keine vollkommen mehr hat. falsch, weil sie keine mehr hat? Und Aber später hat warum? Scarlett keine mehr. Das sieht man daran, dass es weiß ist. Ja. Aber warum will sie die? Ach so, weil sie ja keine mehr hat, stimmt. Und warum hat sie keine mehr? Und warum macht sie das überhaupt? Und was ist hier überhaupt los? Das ist das Das ist Geheimnis. das Geheimnis. Also, was haben wir jetzt gesagt? Entweder könnte sie die ältere Scarlett sein, sie könnte die Oma sein, sie könnte die Klavierlehrerin sein, was aber irgendwie alles gar keinen Sinn mehr ergeben würde. Zumindest nicht zu den ganzen Sprüchen, die Scarlett abgelassen hat. Also die Mutter kann es auf jeden Fall nicht sein. Vielleicht machen wir es mal andersrum. Wer kann es denn nicht sein? Der Die Mutter Vater? kann es nicht sein. Ja. Ja, oder warte mal, halt. Vielleicht, also jetzt mal abgesehen davon, ob die Frau jetzt blind ist oder nicht, will vielleicht die Frau ihr als Beispiel helfen, ihre Augen ihr nehmen, damit Scarlett sich mal mehr auf ihr Gehör verlässt Und besser spielt. und besser spielt und Also nicht immer bei. auf ihre Augen und die Unordentlichkeit sieht, sondern einfach mal hört und dass vielleicht die Musik ja So. sogar auch mal unordentlich sein kann und nicht Wie immer war nur das so. hier? Chaos, vielleicht Chaos des Sehens, verlangt nach Ordnung, so wie du nach mir verlangst. So sie vielleicht nach der Zukunft, nach dem älteren Ich. Lass mich deinen Wahnsinn zum Schweigen bringen, also nicht mehr sehen und mich für dich singen, damit sie sich auf ihr Gehör. Ja, das passt voll. Noch mal den Satz bitte komplett von Anfang. Chaos verlangt nach Ordnung, so wie du nach mir verlangst. Lass mich deinen Wahnsinn zum Schweigen bringen und mich für dich singen. Lass mich deinen Wahnsinn zum Schweigen. Das passt voll. Oh Gott, Oh wie Gott. das ist wie so ein Puzzle gerade. Wenn man bei 7:9 nochmal guckt, das ist so ein Ja. ganz kurzes Bild, da sieht man ihren, also so ein Bild aufgenommen, wo man beiden Augen sieht, aber getrennt durch die Nase. Also das eine Auge nur halb. Und da hat sie so wie Eyeliner oder Lidschatten oder so rot. Und dann sieht man noch in dem Auge, wenn man zeichnet, ne? Eine von, ich weiß nicht mehr, wer der. Ach doch. Da ist so ein Alice. kleiner weißer Punkt. Das macht man ja Ja. immer, wenn es lebendig aussehen soll. Noch in der Pupille drin. Wegen Spiegelung und so. Jetzt habe ich gerade Schluck auf. Also da. Das sieht man, das ist irgendwie noch, das ist ja relativ am Ende dann. Da hat sie doch die Augen noch. Ja. Und auch sowieso, man sieht jetzt auch, ich meine, die Augen sind ganz rot. Und dann auch dieses, das links, da wo diese Spitzen so drin sind, dieser Fleck. Der Da ist es glänzt ja auch ja. nochmal so Das weiß umrandet, ja. strahlt. In dem Gang vor dem Zimmer der Großmutter hört man ja auch irgendwie so wie ein Messer. Wetzen. Vielleicht ist es gar nicht das Oh, Messer, das ist so sondern die schlimm. Fingernägel. Oh, das ist so schlimm. Oh Gott! Ja. Wie geht das? Das ist so artig. Also die Krallen, sagen wir es lieber so, es sind ja keine Fingernägel mehr eigentlich. Ja. Mich erinnert das an Bilder mit diesem Metall. Ja. Und jedes Mal ist auf der rechten Seite irgendwas Bedeutendes. Und das ist einfach nur eine Wand.
irgendwie so Fliesen. Ja, genau. Ja, wie so in einer Irrenanstalt oder so, was auch mal das bedeuten soll. Aber so kam es mir. Ich kam mir einfach selber schon so verrückt vor, als ich es gespielt habe. Darum habe ich gleich an eine Irrenanstalt gedacht. Was mich jetzt aber wirklich, also ganz tut mir leid, aber also ich finde das immer noch am besten, dieses, dass diese Striche, dass das 10 Stück sind. Das ergibt wirklich für mich nur den Sinn, dass sie mit ihren 10 Fingern an das Auge will. Vor allem, weil man dann nochmal genau danach dieses oder davor dieses Bild hat, dass man wirklich zählen kann, also sehen kann, dass es ihre Fingernägel sind. Oder ihre verlängerten Finger halt. Und das sind wirklich 10. Ja. Ich glaube, ich kann heute Abend nicht mehr schlafen. Was, wieso hat ihr... Ah, 11 hast du auch geschickt? Mhm. Was ist das andere Bild, das helle? Und da sieht's, hat sie ja auch so eine pendelnde Position an diesen Schnüren. Und da ist sie nur einmal gespiegelt, als würde sie tatsächlich an dem Spiegel stehen. Spiegel. Ah! Ja, danke schön. Jetzt machen auch die 4 Arme Sinn. Jetzt sieht man sogar, dass der auch der hintere Arm. Warte mal, habt ihr das jetzt auch schon gesehen oder soll ich das auch nochmal schicken? Ach so. Hab's noch nicht. Stimmt. Ja. Warte mal, das ist ja voll gut. Echt, ey. Und ihre Beine sind irgendwo unten rumhängend. Gab's nicht bei ach nee, aber da sah das nicht dann so aus. Ich wollte gerade sagen, bei Rose auch so Nebelbilder, die du mal so machen kannst, aber bei Rose, da konnte man das ja eigentlich immer erkennen, da war das nicht so wie bei... Aber das sieht echt aus, als würde sie in einem Spiegel hängen. Ja, klar. Und da ist auch ihr Hinterkopf. Ja, das habe ich vorher gar nicht gesehen. Ich dachte immer, das wäre ihr Unterkörper und da hinten wären irgendwelche komischen Beine, die aussehen wie Arme. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich öffne das jetzt mal. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ach so. Okay. Jetzt, ja. Mhm. Das ergibt Sinn. Ja, aber also, warte mal, dann macht... Dem, ja, aber dann der macht... Der linke Arm ganz außen, ne? Ja. Das ist ja dann der Arm, den man so sieht in dem anderen Bild, in 10, glaube ich. Mhm. Und da dreht sie sich ja dann auch. Stimmt, da dreht sie sich um und hier dreht sie sich dann sozusagen auch. Und der rechte Arm, da ich weiß nicht, habt ihr das eben schon, ich hab's ja noch nicht gesehen vorher, da ist ja noch so ein Kopf von ihr, ne? So, ja. Hinter der mittleren Schnur sieht man den Hinterkopf, weil sie hat ja so eine Frisur mit dem... Genau, ja. Und da sieht man auch nicht, ob sie da Augen hat, ne? Das ist einfach nur schwarz, so runtergeklappt. Ich wollte gerade sagen, weil jetzt auch hier vorne in dem, das, der Kopf sieht ja genauso gleich aus wie jetzt auf dem anderen Bild eigentlich. Ja. Mhm. Ja, aber was ergibt das jetzt gerade für einen Sinn? Das ergibt keinen Sinn. Weil sie wird sicherlich, also entweder, okay, sie könnte sich drehen, sie könnte an einem Spiegel stehen. Ja, wie so beim Ballett, dass man so einen großen Spiegel irgendwie da hat und da Zeug macht. Mhm. Wie, wo seht ihr jetzt, wie? Ja, weil sie ja wie sozusagen, also Buri ist so von sie hinten gedreht, genau, okay. Dass hinter ihr sozusagen ein Spiegel ist. Aber ja, das würde noch weniger also, Sinn ergeben, oder? Nee, ich sehe das jetzt, weil da ist ja dann dieses Kreis, das aussieht wie ein A und ein O. Ein liegendes Ohr, also hinter dem zweiten Kopf, links. Mhm. Dieses blau-gelbe. Das ist ja nirgendwo gespiegelt. Das ist die Schnur, oder? Von dem Arm, das ist vorne hier. Das ist gespiegelt von dem Arm vorne von der ersten Schnur. Ach so. Ganz oben. Mhm. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube auch eher, dass sie sich wahrscheinlich dreht. Das macht schon auch mehr Sinn. Deswegen auch die 3 Köpfe in dem deswegen anderen Bild. Deswegen auch die 3, ja. Und da sieht man ja dann auch in dem Bild, dass sie nur an einem aufgehängt ist. Und vielleicht ist ja dann dieser gelbe Strahl als diese Finger, ich weiß nicht, was ich sage, Fingernadeln oder so, gemeint, dass es wirklich die Frau war, ne? Weil die ja auch diese Finger tatsächlich hat. Das heißt, dann spielt diese Frau mit ihren Fingern als Beispiel Marionette mit der Scarlett. Gott, ist das... Aber warum? Nochmal zu den Augen. Ja. Was wäre, wenn die alte Frau, die ja vielleicht Scarlett ist, irgendetwas gesehen hat, deshalb dann irgendwie in die Vergangenheit gereist ist und deshalb dann Scarlett die Augen rausgenommen hat und deshalb selber auch blind ist? Damit sie es gar nicht sehen. Wieso Medusa? Ah, na ja, ich weiß, was du meinst. Sie hat ihr die Augen rausgenommen. Wir sind sozusagen jetzt...
sie hat jetzt den Grund begangen, warum sie später blind ist. Weil sie Scarlett jetzt die Augen kann. Damit sie dieses etwas nicht sehen kann. Dieses Schlimme, oder was? Ja. Entweder das, aber ja, ich glaube, du meintest hauptsächlich eigentlich nur, dass dadurch, dass Scarlett jetzt die Augen rausgenommen wurden, dass die Frau später blind ist. Mhm. Dass sie selber sich sozusagen blind gemacht hat. Ja, genau, weil sie halt irgendwas nicht... Ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß aber es nicht. Was macht sie dann? Will sie nicht selber die Augen haben? Ja, ich weiß auch. Was macht... Man hat ja nicht Augen. Ach so, oder sie... Sehen. Nein, oder genau, sie nimmt die Augen, vielleicht nicht, weil sie was anderes sehen will, sondern sie nimmt ihr die Augen, weil sie schon weiß, dass Scarlett einfach später besser Musik machen wird ohne Augen, weil sie dann besser sich auf ihr Gehör, sie soll sich auf ihr Gehör verlassen und sie wird dann einfach besser werden. Und das weiß die alte Frau, weil sie wurde dann einfach besser, nachdem sie sich nicht mehr von ihren Augen hat. Also so paradoxon. Ja. Wenn ich besser spielen kann, nachdem meine Augen draußen sind, gehe ich zurück und mache sie mir früher raus, damit ich dann besser spielen kann. Irgendwie so. Ja, genau, so ungefähr. Aber, zwei Sachen. Einmal das mit den... Jedes Mädchen hat auch eine andere Frisur, die total charakteristisch sind. Ich hatte ja vorhin Bilder runter angeschaut. Da standen die alle mal nebeneinander mit ihren Frisuren. Und bei Scarlett, das ist bis auf Robin, aber das sieht man ja nicht, weil sie Kapuze hat, ist sie die Einzige, bei der man die Ohren richtig sieht. So viel zu dem Gehör und so, ne? Ja, ja. Bei den anderen ist das alles nicht. Ruby hat ja lange Haare, Gingers Haare gehen über die Ohren drüber. Rose hat diese Seitenzöpfe, so mit den roten Spangen. Robin hat das Käppchen auf und Carmens Haare gehen über die Ohren. Ja. Sie ist die Einzige da. Und was wollte ich wollte noch irgendwas sagen? Das jetzt passt ist auch auf die Theorie, ja. Irgendwas mit dieser Frau. Ja, genau, aber dann hätte ich, also man sieht ja auf dem einen Bild in der Turbosequenz, dass mit diesem weißen strahlenden Stück, dass die Nägel alle in einen Punkt gehen. Wenn sie das Auge hätte einfach nur kaputt machen wollen, dann hätte sie doch überall reinstechen können, nicht in den einen Punkt. Ja, ich denke, ja, sie wollte die, ich weiß nicht, sie will die rausziehen. Und das würde dann zu dem anderen Bild Sinn ergeben, dass dann ein Faden dran hängt. Weil sie erst reinsticht, als Beispiel, und dann das Auge wirklich rausziehen möchte. Ich weiß es nicht, aber... Das ist so extrem. Oh Gott. Sie möchte sie auf jeden Fall führen. Aber sie führt sie an ihren Extremitäten und sie führt die Augen... Vielleicht will sie sie auch gar nicht rausholen, sondern vielleicht will sie die Augen nur führen, auf etwas lenken, was sie sehen soll. Weil sie ja den Faden sozusagen am Auge hat. Vielleicht will sie die gar nicht, sondern sie führt sie nur... Ich weiß es nicht. Warum sieht man das Auge danach nicht, wie es verändert ist oder so? Ich weiß es nicht. Warum ist es dann auch voller Blut? Na gut, okay, wenn du einen Faden reinstichst, dann wahrscheinlich wird es bluten, aber... Gut, aber Augen sind eigentlich selten so extrem krass voller Blut gefüllt. Ja, eigentlich ist nur das Weiße voller Blut gefüllt und nicht noch die Regenbogenhaut. Ja, oder das ist schon wieder eine Komplementärfarbe vielleicht. Hat sie eigentlich grüne Augen? Was hat sie denn sonst für eine Augenfarbe? Weiß man das? Sie hat aber auch extrem große Pupillen auf dem Bild. Also als wäre sie irgendwie, als hätte sie irgendwas intus. Oha. Als hätte sie irgendwas intus. Ja, es könnte auch extrem dunkel sein, aber also es wäre irgendwie logischer, wenn sie was gekriegt hätte, damit das halt nicht die Schmerzen so übermächtig sind oder sonst irgendwas. Wenn wir jetzt von dieser Theorie ausgehen, dass sie das selber ist, die sich selber das anzieht. Es macht alles Sinn. Es macht auch zu den Sprüchen Sinn, dass sie das selber ist. Das muss man echt sagen. Irgendwie. Aber jetzt genau, was mich immer noch irritiert, ist, warum sind die ganzen Möbel abgedeckt mit Laken? Naja, weil die Großmutter ja krank ist, oder? Aber die war noch nie abgedeckt. Ach so. Nur bei ihr. Aber in den Räumen, die sie findet, da ist... Sind die vielleicht abgedeckt, weil sie... Weil sie die eh nicht sieht dann? Oder? Weil sie die eh nicht sieht, das wollte ich gerade sagen, ja. Weil sie ja dann blind also, wird. Also auf dem Bild, das ich habe, wo alle Mädchen drauf sind, wo ich das gerade mit der Frisur auch sehe und so,
Da haben sie alle unten, also die untere Pupille ist in so zwei Hälften geteilt und die sind grün und rot, die Augen. Okay. Ich weiß nicht, hier war noch irgendwo mal so ein großes Ruby-Bild, da sind die aber ganz schwarz. Und hier sieht man die gar nicht. Komisch. Ja, aber warte mal, aber es macht doch jetzt Sinn, oder? Sind die Laken deswegen, weil sie das eh nicht sehen kann? Weil sie blind wird oder weil sie blind ist oder wie auch immer? Könnte das Sinn machen oder Ja, nicht? also die Räume, die sie kriegt, in einem, ich hatte ja vorhin irgendwas aufgeschrieben, von wegen, welchen sie beim Spinnennetz bekommen Warte mal, hat, ja genau, auch irgendwas. die Bücher, das Bücherregal, die sind ja am Ende dann auch so alle so verstreut, weil also erst sind die alle schön geordnet, als sie erst zur Großmutter gerät und danach, also nach dem Wolf, sind die ja alle, liegen die ja alle nur auf dem Boden. Es ist ja auch unwichtig, weil sie könnte ja, wenn sie blind wäre oder blind werden würde, könnte sie eh nicht mehr lesen, als Beispiel. Also wäre es eh unsinnig, die Bücher überhaupt noch ins Bücherregal einzuräumen, weil warum brauche ich dann noch Bücher? Außerdem will Stimmt, ich mich ja eh stimmt. nicht ablenken vom Lesen, weil ich soll ja hören, die Musik. Keine Ja, Ahnung, und wie mache willst du ich lesen weiß es ohne nicht mehr. Augen? Ja. Nee, aber Malille, jetzt wolltest du noch irgendwie sagen, wegen dem Spinnennetz, wegen den Räumen Ja, freigeschaltet? da war dieser Klavierraum. Vielleicht bilde ich mir das jetzt ein, ich kann es auch gleich nochmal nachschauen. Dass alles außer dem Klavier verhüllt war, kann das sein? Den sie beim Spinnennetz hat sie den Klavierraum gekriegt. Und da Ja. stand das Klavier in der Ecke, meinetwegen das Bücherregal drumherum aufgebaut. Aber da war wirklich das alles andere verhüllt jetzt. Ich gucke es nicht nach, sonst werde ich jetzt hier. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass jetzt gerade beim Wolf. Ich weiß nicht, also wie es jetzt bei normalen. Also eben gerade beim Wolf war es so. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das Klavier da stand. Das stand da auf einer Ecke. Aber ich glaube, Das stand rechts. der stand rechts, genau. Aber die anderen, die sind ja jetzt so. Die sind ja alle so nach oben gegangen. Und wir sind dann auch so nach oben geschwoben. Nein, geschwebt. Und das, die Gitarren und so auch irgendwie. Es ist mir zu. Gitarren? Bin ich verwirrt. Weil das Bücherregal war da nicht mehr dann. Ich gucke mir das mal kurz an. Trotzdem ist es interessant, dass man jedes Mal, gerade bei jedem Talkpart, waren wir immer wieder verwirrt von dem Mädchen, über das wir geredet haben. Und jetzt, so immer im Nachhinein, machen für mich alle immer Sinn. Aber jetzt zum Beispiel, jetzt wieder, weil wir jetzt über Scarlett reden, macht sie für mich wieder, gut, wir haben jetzt viel geredet, aber trotzdem am Anfang war alles noch so, hä? Ja. Ja, Und ich denke, Was soll wenn man wir über dann, Scarlett sagen? ja, wenn wir jetzt so wieder weiterspielen, dann ergibt das nächste Mal wieder Scarlett auch wieder wahrscheinlich wieder Sinn. Also. Gerade so, weil wir bei Rose mit diesem Wolkennebelmenschen, ja, haben wir so gedacht, hä, das geht gar nicht. Aber es macht für mich mittlerweile Sinn einfach. Es passt alles zusammen. Weil sie sich in ihre eigenen Moleküle quasi auflöst, ne? Ja. Irgendwie. Aber hier direkt auf der Seite hat man ja auch immer so eine Mini-Erklärung, auch was eventuell sie ins Grab gebracht haben könnte. Also bei Scarlett steht ja zum Beispiel, dass ihre Einsamkeit so ein Grund sein könnte und dass sie halt als Älteste die meiste Last auf sich zu tragen hat, weil die Mutter ist ja auch sozusagen unsichtbar und nicht da und etc., dass sie halt damit die meiste Last hat. Dass sie das dann auch noch aufs Gemüt schlägt. Ja, weil auch so zwei Sachen fast in ihr schreien. So einmal diese Verantwortung, aber auch dieses, sie möchte sich selber weiterentwickeln halt gerne. Aber sie hat halt auch die Verantwortung, würde ich jetzt mal sagen. Und ich denke, das zerreißt sie innerlich auch so ein bisschen. So mit unabhängig sein oder so. Ja. So, jetzt habe ich aber nochmal, wir haben jetzt, was will ich sagen? Zusammenfassung. Genau, nein, eigentlich kein Zusammen, sondern noch, ob irgendwer was hat, weil ich nehme jetzt schon wieder 1 Stunde 25 Minuten auf. Ich Oha, versuche es okay. wieder so zu schneiden, dass ich auf wenigstens auf 1 Stunde komme. Aber falls noch irgendwer irgendwas hat, was jetzt noch nicht war oder so, was er gerne nochmal anbringen möchte, der möge es bitte sagen oder für immer schweigen. Oha. Ich hatte Kurz, gerade das war die Todessequenz. nur noch mehr diese Lichtung von oben gesehen, also vor diesem Theater, und da war ja diese Lichtspiegelung sozusagen auf dem Boden, wo auch Ja. die Frau halt im Mittelpunkt steht da. Und ich Ja. wollte fragen, ob dazu jemand irgendeine Idee hat, weil mir das immer noch irgendwie sehr kryptisch vorkommt. Wo hattest du das bei dem letzten Part von ihr oder bei Nee, dem? nee, ich bin jetzt gerade noch auf der Seite von denen So. und
Wir hatten es aber auch in irgendeinem Part gesehen. Moment. Das ist irgendwo unten auf dem Bild. Auf der Seite. Und da war ja dieses Ornament, dieses Lichtornament. Und da steht sie ja auch genau in der Mitte. Ich muss die kurz laden. Minimum. Genau, du meinst an dem Scheinwerfer, ne, wo sie steht. Weil da ist ja dann so dieses... Oder? Bin ich jetzt gerade richtig im Kopf? Ansonsten schickt man einen Link zu der Seite. Ach, hast du schon. Okay, alles klar. On my way to one... Irgendwas Englisches, was ich nicht lesen kann, aber ihr könnt was... Man muss... Das wahrscheinlich alle lesen. Also man muss ein bisschen runterscrollen. Auf den Weg zu meiner Großmutter ach, diesen da. Morgen. Ja, ich weiß. Ach, hier. Okay, jetzt habe ich hier auch. Allein sowieso der ganze Boden, ja, dieses ganze Ding, wenn man da langläuft, ist es ja wirklich... Das hat mich ja so an Alice im Wunderland erinnert, weil das alles so nach wie so Kartenspiel aussieht, ne? So eine Optik. So wie bei, ich meine, ihr kennt ja alles Alice im Wunderland, wie bei dieser Herzkönigin. Ja. So sieht für mich der Boden auch aus. Das gerade diesen Tempel da, oder was? Ja, alles dieses, dieses, so wie Spielkarten sieht für mich dieser Boden hier aus. So rechts zum Beispiel sieht man ja so wie, also rechts mittig, ganz rechts und dann in der Mitte. Ja. Wie so eine Spielkarte. Hier, wie heißt es denn? Das ist doch so. Pik, Herz, Karo. Mir fällt das jetzt nicht ein, was ich jetzt meine. Kreuz. Genau, hier. Genau, danke. Also ganz, ganz, wenn er ganz rechts schaut und dann mittig. Da ist doch, das sieht aus für mich wie so ein Kreuz. Also von Kreuz, Spielkarte. Ja, ich bin zu blöd dafür. Ach so, ganz unten auf der Seite. Ja. Genau, ganz unten erstmal und dann, ja. Da ist hier dieses Ornament auf dem Boden. Mhm. Ah, okay, verstehe. In dem Kreis um die Frau rum. Ja, das meinte jetzt gerade die Sarah und ich meinte rechts neben dem Kreis, finde ich. Sieht es nämlich aus wie Kreuz. Also Kreuz, und Kreuz, Spielkartenkreuz. Ja, wenn man es abschneidet. Ja, quasi. Ja. Und diese Pflanze formt ein Herz irgendwie, ne? So ein bisschen. Ein bisschen, ja. Okay. Ja, das ist quasi die Sicht. Wie ist Scarlett zum Haus gelaufen? Schauen wir mal gerade an, wie sie dorthin gelaufen ist. Weil sie jeder hatte ganz hat ja lange Beine irgendwie. Die ist so ein bisschen besoffen gelaufen. Ja. So ein bisschen, also wenn ich mir das jetzt noch so richtig im Kopf habe, ich habe das Gefühl gehabt, sie war so, so wackelig auf den Beinen. Was eventuell sogar wieder später dazu passen würde, zu den großen Pupillen. Und sie hält sich auch. Sie läuft auch, hier auf dem Bild jedenfalls jetzt, nicht in der Mitte wie die anderen. Vielleicht, weil sie nicht sieht oder so? Vielleicht, weil sie nicht sieht, ja. Sie hält sich auch am Arm irgendwie. Warum hält sie sich am Arm? Genau, sie hält sich am Arm. Weil sie witzigerweise. War. Weil sie auf gar. Und was hat die alte Frau an der Seite am Arm? Oha. 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 Gegen ein Bild von den Dings, ne? Ah. Hat ja das grüne okay. Ding am Arm. Weil das habe ich mir auch schon gedacht, warum sie sich so am Arm hält. Aber klar, später hängt sie ja auf, dann läuft sie nicht in der Mitte, weil sie blind ist. Oh mein Gott, das ist alles so krank. Sie hält sich aber genau, also würde man das ein bisschen weiter runtersetzen, auf Kindergröße, an der Stelle, an der die Frau dieses Teil hat, ne? Dieses Ding hat, ja. Ja, weil sie da vielleicht später dann mit den Krallen oder Klavierschnüren aufgehängt wurde. Genauso wie ja auch Carmen sich den Hals hält, weil die ja dort durchgehackt wurde. Boah. Eventuell. Das passt richtig, weil das ist, man sieht ja auch ihren Ellenbogen auf dem Bild. Oder? Oder ihre Hand. Jedenfalls ist das da bei der Stelle getrennt. Genau, auf der Stelle, ja. Ja. Oh Gott, ist das alles ekelhaft. Sarah, ist noch irgendwas? Weil wir haben jetzt 1:30. Nö, das wäre so. Alice? Nein, nichts mehr. Lil? Nope, hab alles. Gut, dann werde ich jetzt mal ganz kurz hier alle Bilder und alles zumachen, damit das hier gleich schön abgespeichert wird. Hoffentlich. Jedes Mal habe ich wieder Schiss, ey. Oh Gott, stell dir vor, jetzt hätte er es. Oh, dann
Dann wäre das ganze Entwickeln der Theorien und so weg, ne? Müssten wir das Ach, alles es ist so schrecklich, ja. ausbreiten.